Die Schlucht der Adler. Na los, kleiner Donner, sie ist nicht mehr weit. Gegen einen so guten Fährtenleser wie dich ist sie chancenlos. So, jetzt wirst du dich verstecken und ich versuche dich diesmal sogar noch schneller zu finden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich halte ein bisschen Abstand zu dir, sonst findet sie dich zu schnell. Gute Idee. Das ist ja großer Adler. Gefunden! Hattest du zu wenig Zeit, dich zu verstecken? Nein, aber ich habe hier etwas Seltsames entdeckt. Schauen wir uns das genauer an. Was haben die nur vor? Oh. Das sieht ja absolut fantastisch aus. Aber weißt du, was das ist? Nein, aber ich weiß, von wem es sein könnte. Sag mal, Nagezahn, da im Wald steht so eine seltsame große Figur. Ich versuche sie mal zu zeichnen. Sie sieht ungefähr so aus. Hm. Hast du die geschnitzt? Ich weiß schon, was du meinst. Da ist sie, ja. wirklich toll, aber das habe ich nicht gemeint. Ich weiß was. Wir bitten die Jäger, uns dabei zu helfen, die Figur ins Dorf zu schaffen. Der, der alles weiß, wird das Rätsel schon lösen. Es ist viele Monde her, dass ich sie einmal sah. Es ist eine heilige Skulptur. Sie wurde vor langer Zeit geschnitzt und aufgestellt von unseren Vorfahren. Denn damals zogen die Sioux nicht umher, so wie wir. Sie lebten das ganze Jahr über in derselben Prärie. Die Stämme schnitzten diese Totems und stellten sie auf, um ihre Dörfer zu schützen. Und was machen wir damit? Können wir es behalten? Nein, tut mir leid, das ist unmöglich. Aber wieso, Schamane? Die Stammesehre unseres Volkes gebietet es uns, die Seelen unserer Ahnen sanft zu stimmen. Dieses Totem war den Vorfahren einst ein Schutz. Nun sind es ihre Seelen, die dort, wo sie sind, seines Schutzes bedürfen. Und was soll das heißen? Dieses Totem gehört einzig und allein auf den heiligen Grund der Adler, weil dort die Geister unserer Vorfahren ihre Ruhe suchen. Nun, Kinder, von euch ist dieses Totem entdeckt worden. Also bringt ihr es auch auf den heiligen Grund der Adler. So ist die Tradition. Der heilige Grund der Adler. Morgen brechen wir auf. Möge Wakantanka über eure Wege wachen, Kinder. Lieber einen besseren Weg. Stimmt, das Totem ist wirklich sehr schwer. Meinst du wirklich, das ist der richtige Weg? Der Schamane hat gesagt, dass die Adler jedes Jahr zu dieser Schlucht kommen, um zu brüten. Halt doch mal an. Oh. Hallo, ihr Ziegen. Ich heiße Yakari und das ist kleiner Donner. Das ist das erste Mal, dass ich einen Menschen verstehen kann. Wir sind hier, weil wir ein Adlergebiet suchen. Das liegt am Ende der Schlucht, aber dann können wir euch leider nicht begleiten. Zu viele Adler. Dorthin zu gehen wäre viel zu gefährlich. Ganz ruhig, er ist weg. Er sucht etwas. Aber was? Danke, ihr habt uns sehr geholfen. Ich wusste, dass wir hier richtig sind.
Adler ist verschwunden. Diese Schlucht ist so groß. Keine Ahnung, wie wir hier den heiligen Grund der Adler finden. Großer Adler! Um die Adler zu finden, Yakari, musst du den Baum auf dem Gipfel des Berges suchen. Warte! Großer Adler! Großer Adler hat mir gesagt, ich müsste einen Baum finden. Den Baum auf dem Berggipfel. Ein Baum? Aber hier gibt's nur Kakteen. Vertrauen wir, großer Adler. Nehmen wir diesen Weg. Vielleicht sehen wir von da oben ja mehr. Da vorn! Ich weiß schon, wie wir da hinkommen. Ich habe dich mit den Ziegen sprechen sehen. Kannst du mit allen Tieren sprechen? Ja, mit allen. Mein Totemtier, großer Adler, hat mir diese Gabe verliehen. Du scheinst nach etwas zu suchen. Eins meiner Eier ist aus dem Nest verschwunden und ich suche denjenigen, der es gestohlen hat. Aber wir waren das nicht. Wir haben lange gebraucht, um diesen Ort zu finden und wir haben ihn eben erst erreicht. Was genau habt ihr hier vor? Wir wollen eine Holzfigur in eurem Revier aufstellen, um unsere Ahnen zu ehren. Du kennst großer Adler. Er ist allen Adlern gut bekannt und wird respektiert. Doch warum sollte ich dir vertrauen? Yakari ist der Freund aller Tiere. Hilf mir, das Ei wiederzufinden und ich erlaube dir, die Figur aufzustellen. Gut, ich helfe dir. Denkst du, er braucht wirklich unsere Hilfe? Er sieht von da oben doch alles. Das Gebiet ist riesengroß und das Ei ist winzig klein. Wir müssen ihm helfen. Wir haben sonst keine Chance, das Totem in das Gebiet zu bringen. Schnell zu Regenbogen. Es ist ganz einfach. Nimm diesen Weg und bieg hier ab. Und dort wartest du mit großer Grauer und dem Totem. Ja, einverstanden. Bitte sei da vorsichtig, Yakari. Wir treffen uns dort. Viel Glück bei der Suche. Hallo, Mutter Rabe. Entschuldigung. Was denn? Weißt du, ob hier Adlereierräuber unterwegs sind? Was? Adlereier? Naja, der Kojote und der Graufuchs laufen hier herum. Denen ist alles zuzutrauen. Danke! Und wie bitteschön soll ich zu dem Nest kommen, um daraus ein Ei zu stehlen? Ich kann doch längst nicht so gut klettern wie der Graufuchs. Er sagt die Wahrheit, Yakari. Dann müssen wir den Graufuchs suchen. Danke, Kojote! Ich ein Dieb? Nein. Füchse mögen Eier gerne, das weiß jeder. Naja, das stimmt. Ich würde mich nur niemals mit einem Adler anlegen. Ihr könnt in der Höhle nachsehen. Ihr werdet dort kein Ei oder auch nur das kleinste bisschen Eierschale finden. Ohne dieses Ei können wir das Totem nicht zu dem heiligen Grund der Adler bringen. Wir dürfen den Stamm nicht enttäuschen. Uns fehlt nur eine Spur, um den Räuber zu finden. Das ist es. Schnell zurück in das Revier der Adler, kleiner Donner. Nun, kleiner Mensch, willst du mir das verschwundene Ei zurückbringen? Noch nicht. Aber dürfte ich mal in dein Nest schauen? Ich suche nach Spuren. Halte dich fest, ich bringe dich hin. Ja, das hier stammt aber nicht von einem Adler. Es hilft uns sehr weiter. Ich weiß, wer dahinter steckt, kleiner Donner. Ist dieses Ei nicht ein wenig zu groß für dich? Was? Von wem weißt du, dass ich das Ei habe? Von dir. Die hier hast du im Nest verloren. Und ich weiß genau, wie eine Rabenfeder aussieht. Du hast Glück, dass der Adler dich nicht gesehen hat. Der wäre nicht so nett wie Yakari. Wieso hast du das riesige Ei eigentlich gestohlen? Meine Kleinen sind ja so schnell groß geworden. Plötzlich sind sie alle weggeflogen. Ich war traurig, dass sie ihre Mutter gar nicht mehr brauchen. Als ich die
vielen Adler gesehen habe, dachte ich mir, ein Ei mehr oder weniger, das fällt doch gar nicht auf. Sie haben ja so viele. Das Ei muss sofort zu den Adlern zurück. Sie suchen schon wie verrückt nach diesem Ei. Ja, kleiner Mensch, du hast recht. Daran hatte ich ja gar nicht gedacht. Es tut mir so leid. Bitte bring es ihnen zurück. Keine Sorge, du kriegst nächstes Jahr neue Küken. Du wirst bei uns immer willkommen sein, Yakari, wann immer du willst. Danke. Darf ich das Totem jetzt also herbringen? Ja, natürlich. Wenn ich die Figur sehe, dann denke ich immer an das mutige Menschenkind, das mein Küken gerettet hat. Yakari! Hallo! Regenbogen! Da bist du ja endlich! Schön. Nun finden die Geister unserer Vorfahren ihren Frieden. Ja, und dann sind wir losgeflogen. Huhu! Kreuz und quer durch die Wolken. Das Totem ist einfach riesig, aber es gehört leider nicht in unser Dorf. Sein Platz ist dort oben. Schau mal, Yakari, das habe ich nur für dich genagt, nach dem Bild, das du gezeichnet hast. Oh, vielen Dank, Nagezahn, das ist sehr nett. Es ist wunderschön.